die Olle. Auf Zoe. Warum sage ich die Olle? Okay, wir alle wissen, was kommt. Wir sehen sie ja auch schon. Keine Pfeile ausgerüstet? Ich habe doch gerade geschossen. Hä? Wo ist mein Pfeil hin? Ich habe doch gerade einen geschossen. Und vor allem, der wurde nicht geschossen. Habt ihr gesehen? Was ist das für ein Scheiß? Oh Mann. Toll. Na dann. Alles klar, Takuno. Bis später. Guten Hunger. Na dann. Das war dumm. Ganze Ausdauer draufgegangen. Oh, sorry. Ah, das Gift von denen. Sehr gut. Oh, oh, ah, ah, ah. Oh Gott, die sehen immer noch so eklig aus. Aber so schick gleichzeitig. Ich weiß, Commander, aber hier, wenn ich mitten in einen Raum laufe, wo die Viecher mich schon angucken, da ist nichts mit Schleichen, meiner Meinung nach. Und sie sterben auch leicht genug. Ach ja, ach, die Mods machen alles so hübsch. Ich liebe es. Warte mal, gab es hier früher nicht lauter Kokons, die überall rumhängen, die man plündern kann? Da war doch mal was. Genau. Die Spinneneier oder so. Uah! Wo seid ihr auf einmal hergekommen? What the fuck? Das kenne ich noch gar nicht. Okay. Vor allem so bewegungslos dabei, ne? Ganz komisch. Ah. Habe ich den Gang übersehen? Das ist nicht cool. Das war eigentlich nicht mein Ziel. Ja, ich schaffe es auch ohne Hilfe aus der Höhle. Das ist ein guter Punkt. Ja, warte mal. Da muss ich diesen Gang nochmal sehen. Ist aber auch dunkel hier. Yeah. Sehe ja nix. Wenn ich das aufheben könnte. Kann ich aber nicht. War der vorher schon? Da, genau. Ja, stimmt, natürlich. Boah, ist das lange her. Meine Fresse, ich werde echt alt. So, ein bisschen Gold wieder gesammelt. Sehr gut. Alright, dann zischen wir mal ab. So lange können wir sie uns ja nochmal wieder betrachten. Hm. Geht klar, glaube ich. Und der langsame Walk? Warte, warum dann immer... Damit kann man es aushalten, oder? Ich glaube, das kann man überleben. Da haben wir auch ein bisschen was zum... Habt ihr auch alle was zum Angucken? Seid ihr glücklich? War da nicht früher was? Da war doch irgendwie was. Ja. Ach, ein Skyrim... Ein Morrowind ging das. Das ist ein Heiltrank. Ach, man kommt ja auch hier hoch. Stimmt ja, ne? Ich mach mir einen Stress. Unnötig. Ein Dolch, sehr gut. Dolch ist natürlich perfekt zum Schleichen. Ist das ein Model oder was? Na klar. Er hat mir endlich Pfeile gegeben. Dankeschön. Go ahead. I'll follow your lead and watch your back. The sneaking type, huh? Oh doch, ich bin sneaking type. Yes! Erwischt, Bastard. Woo! Das hat gesessen. Läuft bei mir. So, gib mir deinen Kram. Genau, genau. Alles her damit. Das Ding ist nur, das Schleichen, ich kann mich noch daran erinnern, später unglaublich lächerlich stark wurde. Also gegen Ende hin habe ich Drachen mit einem einzigen Durchhau einfach gekillt und das fand ich dann doch schon ein bisschen sehr heftig. This looks like the way out. I was starting to wonder if we'd ever make it.
Natürlich schaffen wir es. Was glaubst du denn? Zah. Richtig, Kumana. Richtig, Chen. Ich habe das Spiel schon komplett durchgespielt. Es ist nur ein paar Jährchen her. Ich muss wieder warm werden, aber ansonsten, ich weiß schon, was ich tue. Halbwegs. Glaube ich. Übrigens bin ich dunkel wahrscheinlich, ne? Wenn ich mir so die Lichtkonditionen gerade in der Gegend angucke, von daher bringen wir doch mal ein bisschen Licht ins Dunkel, wenn schon nicht im Spiel. Wollen wir doch mal hoffen, dass das jetzt hier ein bisschen heller wird draußen, ha? Huh? Ich denke mal schon. Sollte. Wie spät haben wir es überhaupt? Ach, 20:27. Ach, ist ja noch so früh. Herrlich. Ja, Mr. Nevercott, schon geändert. So. Da wären wir in der Wildnis. Sehr schön. Na? Looks like he's gone for good this time. But I don't think we should stick around to see if he comes back. Closest town from here. Sehr gut. My uncle's the blacksmith there. I'm sure he'd help you out. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. Ich hätte es auch nicht ohne ihn geschafft, wenn ich ehrlich bin. Von daher passt das schon. So. Ich schaff's auch ohne ihn. Glaube ich. Bleib hier. Auf Legendary ist man einfach noch so schwach, dass ich echt Schiss hab. Erstmal wieder klarkommen, welche Pflanzen man sammelt und welche nicht und bla und... endlich wieder erkunden. Vor allem, ich habe Skyrim ja damals durchgespielt und ich habe es danach ehrlich gesagt nie wieder großartig gespielt. Das heißt, es gibt noch eine Menge Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Das war wohl nix. Das war wohl nix. Ach, guckt euch die Gegend an. Ist das nicht schick? Ja. Ich würde sagen, man kann es aushalten. Ja, voll gehen besser, hast vielleicht recht. Hast wohl recht. Und die Performance bricht schon ein bisschen ein, merke ich gerade, ne? Schon ein bisschen, ja. Sollte ich vielleicht mal... doch noch ein bisschen was runterschrauben. Bei Gelegenheit. Ein bisschen sehr vielleicht. Ein bisschen sehr was runterschrauben. Ja, die Hauptstory hatte ich irgendwann durchgespielt und nach 168 Parts Let's Play, glaube ich, konnte man irgendwann auch mal aufhören. Auch wenn da natürlich jetzt viele eine andere Meinung haben werden, mit Sicherheit. Habe ich gerade den Bogen dran oder was jetzt? Jetzt. Das ist nochmal die Belegung. Ja, gut. Schon gewundert. Sind hier nicht Wölfe oder so? Schmetterling. Das sind hübsche Schilder. Hallo, Faye. Oh, mit einem Hugo. So, so. Ein Elch. Warum geht der so nah? Was ist denn das laufend hier? Warum ist der so unglaublich robust, der Elch? Mich getroffen. Das ist mein robuster Elch. Meine Fresse. Das ist halt so, wenn man auf Legendär spielt. Ich brauche bessere Waffen. Definitiv. Schnell. Ach, Sucht, die meine Gott. Da sag ich einmal das Wort durchgespielt und du flippst gleich aus. Komm runter. Meine Herren. Ich habe sehr viel Side-Quests, würde ich auch mal sagen. Eben. 158 Parts sind nicht die Main-Quests, das wären 40 Parts oder so. Ja, Mr. Nevercott, dann hol dir definitiv Mods, denn ohne Mods ist das Bogenspielen in Morrowind nicht ganz so geil, ehrlich gesagt. Entdeckt? Ich wurde hier schon entdeckt. Aber ich glaube, nicht von den Banditen. Jetzt wahrscheinlich schon. Endlich wen getroffen hier. Ich muss die Performance mal ein bisschen besser machen.
Jetzt hat er mich. Bleib mal da stehen. Gott, zieht der, der zieht immer höher. Ah. Ich glaube, er hängt ein bisschen fest, oder? Der Ärmste. Ach komm, gehen wir in den Nahkampf. Hallo, Hallo, Kempe. Warum ist er schon gestorben, bevor ich mein Schwert geschwungen habe? Und der Pfeil ist ziemlich übel gelandet. Damn. Ups, was ist los? Okay, nein. Ich wollte was, genau. Was hast du denn? Hm. Das nehme ich. Lockpick. Okay, jetzt bin ich natürlich überlastet. Das war irgendwann auch klar. Ich trage sowieso viel zu viel Scheiße mit mir rum. Oh, da muss ich noch was einstellen. Sky UI. Wo ist denn das? Früher gab es das ja. Dass man sehen kann, diesen Wert, so der Durchschnittswert aus, wie viel ist es wert im Vergleich zu seinem Gewicht, sozusagen. Nein, Cynocron, ich habe leider noch keine Modliste. Muss ich erst noch machen. Früher gab es das mal. Nicht mehr? Schade. Doof. Cynocron, like I said, sorry, I don't have it right now. I don't have a mod list. I just started today and I installed the last mod today, so I don't have a list right now. Sorry. Tja, jetzt hat noch nichts geändert. Ich hätte ihn echt auch zu meinem Verbündeten machen können übrigens. Fällt mir jetzt auch auf. Warte mal, hier sind Einstellungen. Value Weight, da, wait, da habe ich's. Ah, danke, ja, gut. Andi Buja, ja, ich hab's vergessen, genau, perfekt. So. Und da ja, fallen lassen, fallen lassen. Die möchte ich mal kurz sehen, wie sie an ihr aussieht. Macht sich schon ganz schick, oder? Die Rüstung ist aber auch perfekt gemoddet, ne? Sieht so geil aus. Und, wie sieht es in der Ego-Perspektive aus? Yep, geht total in Ordnung, würde ich mal behaupten. So, wir bleiben aber dann bei Imperial Light Armor. Na, jetzt auch zusammenpasst, halbwegs. So. So, dann habe ich noch so viele Waffen. Ich würde mal sagen, dass sie ist ein bisschen besser als... Ja, ein bisschen besser ist gut. Das ist deutlich besser. Ja. Und wie sieht die Waffe so aus? Schauen wir mal. Okay. Der Krummsäbel gefällt mir. So, dich wollen wir auch nochmal eben looten. Hier ist nix. Und da wäre unsere erste Höhle, aber ich habe Angst, dass ich nicht mal ansatzweise vorbereitet bin für so viele Gegner und so. Legendary, dass ich erst noch in der Stadt will. Will ich erst in der Stadt? Ich weiß es nicht. Ich habe Waldelfin genommen, weil die Abstimmung wollte es so. Geht schon in Ordnung, oder? So. Na dann, wollen wir mal. Soll ich es probieren? Ich kann es ja probieren, ne? Okay. Man muss ja das Schleichen mal langsam trainieren. Habe ich ein Level up? Oh, fast. Fast. Kurz davor. Jetzt sieht er bestimmt das ganze Spiel nach unten. Nein. Fabian sagt natürlich sofort, oder King sagt sofort rein da. Hui, das ist auf meiner SSD, ne? Und das sind trotzdem solche Ladezeiten. Das ist schon heftig. Das machen Mods aus Skyrim. Wahnsinn. Und das Realistic Lighting Overhaul spielt auch eine große Rolle beim Schleichen, weil die Schatten sind ja jetzt auch echte Schatten. Fall doch runter. Ich sehe die Falle bis hier.
die kann man einfach wegnehmen. Das ist natürlich noch leichter. Jetzt spielen wir Thief. Sind die ganzen Wachen? Hier ist ja was los. Ach ja, stimmt, so war das ja. Ja, der hält wunderbar Wache, der macht sein Bestes. Und er hat mich. Ja, du willst doch eine Schnauze, ne? Merk schon. Ja, wenn du es willst. Gerne. Gerne, du Arsch. Hier. Dem Schwert hast du auch noch was. Und? Yes. So will ich das. Mach ihn fertig. Nice. Dankeschön. Ja, weiß ich, Ice Cream Boy. Mach ich auch gleich noch. Erstaunlich schick. Mit Mantel. So. Aber ich habe schon genug Traglast eigentlich. Obwohl, das hier ist noch ein bisschen was wert. Ah, sehr gut. Ich klick doch. Hä? Ach so, ach wie viele. Ach ja. So. Die sind viel wert, stimmt, komischerweise. Aber guckt euch die Texturen an. Oh, ich liebe es einfach so sehr, wie die Texturen so toll aussehen. Herrlich. Ups. Ich glaube, da ist noch ein Gegner, oder? Kann das? Kommt mir gerade so vor. Oh ja. Ja, ja. Nix wert. Gott, der blutet ja immer noch. Den habe ich übel erwischt. Von daher mache ich jetzt Fackeln erstmal schön. Seht ihr hier? Ja. Als Favorit. Machen wir mal als 3. Macht's hier bei dem so dunkel, wie das ist? Halt, Moment mal. So, und das ist die 1, genau. Genau. Ich kann sogar ganz leicht abwehren mit dem Ding, aber... Ach ja, Level Up, natürlich. Älter! Ultar, denke ich ja immer. Moin, moin. So, was erhöhe ich denn diesmal? Ich glaube, die Ausdauer ist ganz angebracht. Letztes Mal habe ich auf Light Armor gesetzt. Jetzt setze ich doch mal auf meinen Bogen. Egal, the first steps taken by an aspiring archer involve training their eyes to see details at range and focus on distant target calmly. Dann ist es wahrscheinlich leichter für mich zu zielen. Das klingt genau richtig, finde ich. Klingt auch genau richtig. Eine Pickaxe muss ich mitnehmen. Und schon finden wir unsere erste Ader. Und ich mach's in der Ego-Perspektive. Das ging früher gar nicht, ne? So viel zum Kameramod. Sammle ich auch mal was? Ah. Ein einziges Stück? Was hat da gedauert? Nee. What the fuck? Ist das ein Elementar? What the fuck? Wo kommt denn dieser... Oh, ich muss es nochmal machen. Ich habe keine Chance in diesen Elementar. Ich kann jetzt zoomen, Salty. Okay, sehr cool, danke. Ich muss es nochmal spielen, weil... Gegen diesen Elementar habe ich nicht den Hauch einer Chance. Von daher nochmal. Okay. Krass, das ging fix. Warte, jetzt müssen wir das alles nochmal einstellen. So. So. Ja, das war aber auch ein krasser Elementar aus dem Nichts, oder? Ein bisschen sehr früh. Scheiße.
Keine Pfeile mehr. Geht doch. Pimmel. Fertig. Genau. Dankeschön. Bisschen was wert, immerhin. Der Inventar ist auch von einer Mod. Und Alex, du musst noch an die Wächtersteine. Ja, muss ich auch noch. Ich weiß, alles gut, alles gut. Ihr habt alles so eilig. Das ist ein Eisenwächter. Wenn du Eisenerz abbaust, bekommst du mit einer geringen Wahrscheinlichkeit einer davon 5% bei Default. Ah, das ist von den Immersive Creatures. Coole Idee, ehrlich gesagt. Mir gefällt die Idee, aber das hat mich gerade schon ein bisschen überrascht. Wenn man halt nicht weiß, dass sowas kommt, ne? Ah, jetzt habe ich ein bisschen mehr Iron Ore. Vorhin war das zu wenig. Richtig, such den. Das finde ich doch clever. Diesmal wohl nicht. Habe ich diesmal Glück gehabt? Speicher jetzt. Warum ist die Mucke noch so? Oh ja, her damit. Was hast du? Ach ja, dieses Tagebuch, genau. Ich kann das natürlich trotzdem immer vorlesen, Leute. Wenn ihr wollt, müsst ihr wissen. Müsst ihr mir sagen. Kann es auch lassen, muss immer kurz was gucken. So. Ach ja, Level Up, dankeschön. Den Bogen wollte ich ja verbessern. Auch wenn es doof ist, weil ich derzeit einfach keine Pfeile habe. So. Was haben wir denn hier Feines? Nee, muss nicht vorlesen. Alles klar. Vielleicht bei wichtigen Sachen, wo es Sinn macht. So. Ach ja, genau, stimmt. Ach, das ist alles lange her. Fuck, er hat mich. Nee, noch nicht. Aber er geht untersuchen. Komm zu Papa. Ich dachte, er hat ihn noch nicht entdeckt. Oh, er hat doch schon. Na gut, okay. Weg! Ich wollte rennen. Warum ist er nicht gerannt? Oder sie? Was war das denn? Gottes Willen. Die Hacke lieber ausrüsten und das Erz angreifen geht schneller. Ah, okay, danke. Ach, weil ich noch im Schleichmodus bin, natürlich. Geh doch mal raus. Renn. Genau. Du bist gleich tot. Yes. Fuck. Ah, schon wieder nicht. Verdammt. Okay. Ja, ich spiele auf Legendary. Raus aus dem Schleichen, das bringt nichts. Ich vergesse immer, dass ich auch Heilskränke habe. Hä? Woran ist er gestorben? Heiltrank. Erhöht? Nein. Heilung, genau. So, okay. So. Warte mal, hier will ich aber aussehen. Ich sehe hier nicht mal, doch. Rüstung 76? Das ist mehr als meine, viel mehr. Die muss ich haben. Aber dann will ich auch sehen, wie sie aussieht, oder? Leute? Mann, der Bauch von ihr ist auch nicht von schlechten Eltern, oder? So, Armor. Studded Armor. Ich würde mal sagen, die macht sich ganz schick.
Ja, durchaus. Und wie macht sie sich hier? Beste Rüstung. Perfekt. So. Dann können wir jetzt ja weiter. Die hatte ich schon alles gesammelt, genau. Kannst du, wenn du die Videos dann bei YouTube hochlädst, in die Beschreibung deine Modliste packen? Ja, Alter, das ist der Plan, keine Angst. Wurde ich heute schon ganz oft gefragt, wo die Modliste ist. Habe ich eine Modliste? Ey, Alex, Modliste, Modliste? Hast du eigentlich eine Modliste? Nein, ich habe noch keine. Mache ich aber. Und dann kommt sie in die Videos. Sie kommt dann beim Stream hier auch mit rein. Clairvoyance. Okay, mal checken, was das macht. Weiß ich gar nicht mehr. Das war halt. Und dann Bücher. Oh, Sparks. Yes. Blitze verschießen. Gar nicht gemerkt, dass ich das hatte. Kann ich es am Anfang anschnappen im Inventar? Nee, das habe ich ja im Tutorial bekommen. Natürlich, ja, klar. So. Zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Genau, das war das. Das lernen wir doch alles. Da ist er. Nein, hier ist niemand. Oh, vielleicht war die Fackel offensichtlich. Ich war schneller. Tut mir leid, mein Freund. Oder auch nicht. So. Alles schlechter, schlechter. Die wäre schon gut, ne? So, Heavy Armor. Von daher ein Schlüssel. Und das ist auch ganz schön was wert. Ja, nehmen wir mit. Takuno. Ja, nett, dass du es sagst. Aber es klingt so, als ob das, ich das wissen sollte. Wie gesagt, es ist Jahre her. Über 2 Jahre oder so, dass ich Skyrim auch nur ein einziges Mal in meinem Leben gespielt habe. Das ist schon Jahre her. Von daher ist es nämlich gerade wie neu. Und ich persönlich finde das ziemlich geil, wenn ich ehrlich bin. Salz nehme ich. Lavendel. Salz. Grüner Apfel. Nee, die sind zum Essen nur da. Die sind doof. Das bringt immer nur so wenig Gesundheit, da komme ich mal komisch vor. Naja, besser als nichts, ne? Branded Iron Armor. Die wiegt zu viel für das, was sie an Geld bringt. Und ich trage sie nicht, von daher. Crystal Skin. Ach ja, Kristallhaut. When hit by a melee attack, imprisoned with attacker in ice for 10 seconds or until hit with an attack. Das ist saugeil für einen, für einen Bogenschützen, würde ich mal behaupten. Oder unten für Magier natürlich auch. Ein Frostschild sozusagen. So. Ach schon, ich hab's gelesen. Ich hab's doch gelesen. Nur, was soll ich dazu sagen? Ja, ich hab's nicht getan. Yeah, das ist meine Kugel. So will ich das. So. Erstmal besser als gar nichts. Hellsehen. Ne, steht nicht so drauf. Crystal Skin schon eher. So. Sparks. Crystal Skin. Jetzt hält das eine Weile. Okay, finde ich cool. Iron Greatsword, Iron Warhammer. Alex, seine Mod, Salty, Dennis, ich und ein anderer, was? Wer auch immer die First-Person-Mod geschickt hat, ja. Ist ein Gott. Das stimmt so. Lecker Spinnenei. Lecker, lecker. Ein Sack. Nee. Hab doch mal tolle Ingredienzen. Ich muss endlich auf die Steuerung klarkommen. Das ist alles noch so lange her. Meine Fresse. Hallo Vivi, hey! Spät dran bist du mal wieder. So. Achso, und irgendwer meinte ja, es ist sinnvoller, wenn ich mit der... damit einfach angreife. Okay, tatsächlich, ist wirklich schneller. Witzig. Und man macht auch noch was nebenbei. Wieder was gelernt. Ich hab immer noch keine Pfeile, ne? Nee. Toll. Tja, Vivi, wer immer so ein Aufhebens darum macht, wer guess who's back, dann fällt's halt auf, wenn du auch immer zu spät kommst mit der Ansage, ne? So. Da unten ist